Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen bei Stardew Valley im sechsten Tag des Frühlings. Ja, vielleicht der ein oder andere sieht schon, irgendwie sieht das Inventar ein bisschen anders aus. Das liegt daran, dass mir leider Stardew Valley beim Speichern abgestürzt ist. Und also wenn ein Tag zu Ende ist, dann speichert ja erst das Spiel. Wenn man nach dieser Abrechnung auf OK drückt. Und dabei ist mir Stardew Valley abgeschmiert. Sodass ich jetzt den Tag weitestgehend nachstellen konnte. Also ich hatte die drei gleichen Cutscenes. Ich war unten am Strand. Ich habe mir die Schriftrolle mit den Symbolen oder was das ist angeschaut. Ich war oben in der Mine. Und bei der Mine ist das so, jedes Mal, wenn man die betritt, also die Level werden zufällig erstellt. Und dadurch hat man immer, sieht es halt immer anders aus. Egal wie oft man auf das erste Level geht, es sieht immer ein bisschen anders aus oder man findet andere Sachen. Und das ist eben jetzt auch passiert. Also ich habe zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr alles genau aus dem Kopf, was wir letztes Mal hatten, aber zum Beispiel die Krabben, die wir letztes Mal hatten, die hatte ich gar nicht dieses Mal. Dafür eben andere Sachen. Also ihr seht, wir haben auch Steine, wir haben Käferfleisch, wir haben jetzt sogar Schleim. Hier, ein Topaz habe ich diesmal nur einmal. Dafür habe ich 3 Quarz, 2 Erdkristalle gefunden, nur 1 Kohle, 16 Kupfer, 1 Geode. Und ich habe einen kleinen Magnetring gefunden. Der ist ganz praktisch, eben weil er, wieder in der Beschreibung steht, den Radius erhöht. Indem Gegenstände zu uns fliegen, sozusagen. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt. Also die Katze, der Kater heißt auch Mau. Das ist alles gleich. Schauen wir erstmal an, wie der Wetterbericht aussieht. Der Typ sieht übrigens aus wie Morris. Morgen wird ein wunderschöner und sonniger Tag. Und was sagt der Wahrsager für heute? Oh, die Geister sind heute leicht verstört. Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Damit sollten wir nicht in die Mine gehen. Oh. Nächste Cutscene. Hi. Guten Morgen. Ich habe bemerkt, dass du ein paar Steine aufgeschlagen und Erze gefunden hast. Das ist gut. Dankeschön, Clint. Wenn du das meiste aus deinem gefundenen Erzen holen willst, brauchst du einen Schmelzofen. Okay, und wo kriege ich so einen Schmelzofen her? Zufälligerweise habe ich auch ein extra Set Blaupausen herumliegen. Hier, du kannst die haben. Ja, was für ein Zufall. Dankeschön, Clint. Yeah. Herstellung eines Schmelzofens gelernt. Mit dem Schmelzofen kannst du Metallbarren schmelzen. Diese Barren können für die Herstellung, Konstruktion und für Werkzeugverbesserungen genutzt werden. Aha. Wenn du ein paar Kupferbarren geschmolzen hast, kannst du dir überlegen, ob ich eines deiner Werkzeuge verbessern soll. Das erleichtert dir deine Arbeit ungemein. Nun denn, ich gehe nach Hause. Mach's gut. Ja, okay, bis dann, Clint. Dankeschön. So, da ist erstmal Mau. Mau schläft, wie für eine Katze üblich. Oh, wir können Mau nicht streicheln. Vielleicht liegt daran, weil wir ein Schwert in der Hand haben. Wir schmeißen mal hier die ganzen Sachen in die Kiste rein. Schauen wir erstmal, wir haben Post bekommen. Post. Meine Quellen verraten mir, dass du dich ein wenig im alten Gemeinschaftszentrum umgeschaut hast. Warum stattest du mir nicht einen Besuch ab? Meine Gemächer befinden sich westlich des Waldsees, im Steinturm. Ich habe eventuell ein paar Informationen bezüglich des Rattenproblems. Emrasmodius, Zauberer. Okay, erstmal hier erkunde die Mine. Ich war auch nicht auf Ebene 5. Sich den Weg spiegeln, stelle einen Schmelzofen mit, trifft den Zauberer. Betritt den Turm des Zauberers. Okay. Ne, findest du nicht so beeindruckend? Okay. Wo haben wir denn? Hier ist unsere formschöne Gießkanne. So. Dann erstmal eine Runde Pflanzen wässern. Also auch unser Geld müsste... Mit den, ich glaube, 490 waren das, was die Pastinaken gebracht haben, auch gleich sein.
So. So, eine Runde gießen. Und dann schauen wir mal, was wir denn heute so machen. Wenn wir schon nicht in die Mine können. Oder nicht. Das heißt, wir können nicht. Wir sollten nicht, meiner Erfahrung nach. Wir können nicht da hin. Aber wir können der Katze. Oder wenn man halt sagt, das Lieblingstier ist ein Hund am Anfang. Und dann würde man jetzt hier in dieser Szene einen Hund bekommen. Die Tiere haben aber meines Wissens nach wie vor keine weiteren, bringen einem nichts. Es ist einfach nur, sie sind da. So, dann schauen wir doch mal in die Herstellung. Und ich weiß nicht, hatten wir letztes Mal schon Level Up beim Kämpfen? Warte. Nee, soziales Karte. Fähigkeiten. Minenarbeit. Hatten wir da schon Level 1? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe da auf jeden Fall jetzt plus ein Spitzhacken-Effektivität bekommen und die Herstellung von Kirschbomben. Wir sollen ja eine Vogelscheuche und ein Ofen. Wir machen erstmal die Vogelscheuche. 50 Holz, eine Kohle und 20 Fasern. 50 Holz, eine Kohle. 20 Fasern. Jetzt muss ich mal hier bei mir ein bisschen lauter machen auf den Ohren. Wir brauchen die Axt. Schwert lasse ich mal hier. Und Spitzhacke auch. Gucken wir mal. Haben wir noch irgendwo, wo wir das Holz wegräumen können? Hier. Beziehungsweise, ich glaube, hier so einen Baum müssten wir auch noch fällen können, ohne dass wir da jetzt in Bedrängnis kommen. Ja. Komm. So. Schmeißen wir mal den Baum um. Dup, 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 dup. So. Hier sollten wir vielleicht auch nochmal mit der Sense hin. So. Und schon können wir uns eine Vogelscheuche herstellen. Und die Vogelscheuche, würde ich sagen, stellen wir mal hier in die Mitte. Fortschritt. Eine Vogelscheuche, Ernte zu vergreifen. Alles klar. Okay. Dafür haben wir schon mal 100 bekommen. Und ein Schmelzofen sollen wir machen. Dafür brauchen wir 20 Kupfer. Haben wir noch nicht. So, das packen wir mal hier rein. Die 15 Holz passen nicht mehr rein. Vielleicht sollten wir dann noch... wie viel brauchen wir denn für eine Kiste? 50. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir uns noch ein paar Bäume vor. Und basteln uns noch eine Kiste zusammen. Der Zauberer rennt hier nicht weg. So. Ich guck mal, wo kommen wir denn hier noch? So, hier den Baum können wir auch wegmachen. Dup, 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 dup. So, 49. Haben wir hier nicht irgendwo noch einen Ast rumliegen? Ja, da unten. Kommen wir da hin? Nein. Okay, irgendwo vor hat sich die Katze erschrocken. Dann nehmen wir hier noch den Baum mit. Ein bisschen Holz auf Vorrat zu haben, kann ja auch nicht schaden. Oh, unsere Energie ist schon ganz schön angeknackst. So. Dann Herstellung, eine formschöne Kiste. Die mache ich jetzt einfach mal so lila-blau. Da würde ich sagen, packen wir mal Werkzeuge und sowas rein. Das, 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 das. Und Baumaterialien. Ja. Aber das kann eher hier bleiben. Holz, Stein und Lehm. Und hier kommt dann eher so Pflanzenzeug rein. Und dann kann man sich nachher das schön sortieren, wie man das denn gerne hätte.
Ja, ich würde sagen, ich nehme aber mal das Schwert und die Hacke mit. Wer weiß, was uns erwarten wird. Gehen wir mal hier oben lang. Können wir uns nämlich im Zweifelsfall... Hier unten sind noch echt viele Steine, also wenn wir Stein brauchen. Wissen wir wo, wenn wir nicht in die Mine wollen oder können. Schauen wir mal. Und Kraut weg. Hier liegt noch richtig viel Holz. Da ist schon der Turm. Dann schauen wir mal, was uns denn jetzt in diesem doch sehr zerrumpelten Turm erwarten wird. Hallo? Ah, komm herein. Okay. Ich bin schon dran. Ich bin Rasmodius, Sucher der arkanen Wahrheiten. Vermittler zwischen dem physischen, ich habe heute eine Sprachstörung, und dem ätherischen. Meister der sieben Elementare. Hüter des heiligen Gra... Du verstehst schon. Ja, ich glaube schon. Und du, Lilly, deine Ankunft habe ich schon lang vorher gesehen. Okay. Schön. Hier, ich will dir etwas zeigen. Okay. Was denn? Sieh her! Das sind die Viecher. Aber es hört sich nicht sehr glücklich an. Du hast schon einmal einen davon gesehen, oder? Ja, habe ich. Ja. Sie nennen sich Junimus. Okay. Es sind mysteriöse Lebensgeister. Aus irgendeinem Grund weigern sie sich, mit mir zu sprechen. Ich bin mir nicht sicher, warum sie im Gemeinschaftszentrum leben, aber es gibt keinen Grund, dich vor ihnen zu fürchten. Das ist sehr beruhigt. Und da war der Zettel. Du hast eine goldene Schriftrolle in einer unbekannten Sprache gefunden? Ja, sagte ich doch gerade. Höchst interessant. Warte hier. Ich werde mir das mal persönlich anschauen. Ich bin gleich wieder zurück. Okay. Huch, weg ist er. Ja, dann warten wir mal. Ich habe die Notiz gefunden. Die Sprache ist verworren, aber ich konnte sie entschlüsseln. Das lese ich jetzt aber so vor. Wir, die Junimo, helfen dir mit Freude. Als Gegenleistung bitten wir dich um Geschenke aus dem Tal. Wenn du eins mit den Wäldern bist, wirst du die wahre Natur dieser Schriftrolle sehen. Eins mit der Waldmagie. Was meinen Sie damit? Aha. Komm her. Okay, warum? Mein Kessel blubbert nur so vor Zutaten aus den Wäldern. Babyfarn, Moosmaden, Karamellgiftpilze. Kannst du es riechen? Ich bin mir nicht sicher, ob wir daran riechen sollten. Hier, trink das aus. Lass die Essenz der Wälder deinen Körper durchdringen. Na gut, wenn's sein muss. Energie. Oh.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir so grün anlaufen sollten. Werden wir jetzt zu Hulk? Die unglaubliche Lilly? Okay, ich sehe viel Grün, ich sehe Bäume, schwebende Bäume. Jetzt, mit diesen schwebenden Bäumen, muss ich an Seasons Afterfall denken. Ich bin mir nicht sicher, ob mir der Gedanke gefällt. Du hast die Kraft der Waldmagie erhalten. Jetzt kannst du die wahre Bedeutung der Junimo-Schriftrollen entschlüsseln. Okay. Wir sind wieder vor dem Turm. Kommen wir denn da jetzt nochmal rein? Können wir uns jetzt nochmal offiziell vorstellen? Ah ja, ich habe deine Ankunft schon vor langer Zeit vorher gesehen, Lilly. Okay. Allerdings liegt dein Schicksal ultimativ in deinen Händen. Okay. Was machst du da? Und dort dürfen nur Leute rein, denen ich vertraue. Okay, wie schaffen wir das denn, dass du uns vertraust? Das ist tatsächlich auch eins der Dinge, die ich noch nie geschafft habe. Weil ich es dann auch vergessen habe. Also wir müssen herausfinden, was Rasmodius mag. Man kann nämlich, hier, man kann die Leute nämlich beschenken. Das Feld kenne ich noch nicht, das ist neu. Zauberer. Ah, ich glaube, das ist nur, habe ich schon mit geredet heute. Haben wir uns eigentlich jetzt allen... Ah ne, zwei Leute fehlen uns noch. Okay. Müssen wir mal herausfinden, mit was wir Rasmodius eine Freude machen können. Denn darüber kann man sich diese Herzen-Sympathiepunkte, Freundschaftspunkte kann man sich damit eben verdienen. Und ja. Das wäre natürlich ganz praktisch. Ja, nee, wir gehen heute mal nicht die lange Runde, wir gehen hier die kurze Runde lang. Ich würde nämlich sagen, wir schauen jetzt nochmal in das Gemeindezentrum, was da jetzt vielleicht steht oder nicht. Mir ist gerade eingefallen, wir müssten mal schauen, was haben wir jetzt die letzten Tage vergessen, zumindest gestern. Da ist ein Frühlingszivil. Ah, okay. Wir haben auch nicht viel verpasst. Ich meine, theoretisch könnten wir ja auch versuchen, uns mit jedem so auf, dass wir bei jedem ein Herz hinkriegen. Hallo Willi. Ahoi, es ist nett, ein paar junge Leute ins Tal zu bekommen, ins Tal kommen zu sehen. Passiert heutzutage nicht so häufig. Okay. Ich kann nicht immer alle Stimmen. Ich weiß auch gerade nicht mehr, was ich ihm für eine Stimme oder Akzent mit meinen wenigen Fähigkeiten, wenig verfügbaren Fähigkeiten schaffe. Ich mochte es immer sehr, die Wolken zu betrachten, aber heutzutage habe ich Probleme, sie zu sehen. Das weiß ich noch. Meine Augen funktionieren einfach nicht mehr so gut wie früher. Ja, das ist das Schicksal des Alterns. Das ist noch ein Blümchen. Och, nee, nicht wegsensen. Aufheben. Also wirklich. Da müssen wir hin. Okay, das ist die Hütte. Dann war das ja hier unten. Ah, er ist weg. Belohnung, Brückenreparatur, Handwerksraum. Genau, hier ist es, wenn man eben diese Bündel macht, bekommt man verschiedene Belohnungen. Das heißt also, wenn wir alle diese Sachen hier haben, wird eine Brücke repariert. Ich weiß nicht, ob wir bei der schon waren. Deswegen sage ich da jetzt erstmal nichts zu. Und das sind Sachen, die man so sammeln kann. Deswegen habe ich jetzt hier immer schon das eine oder andere aufgehoben, weil ich wusste, dass das kommt. Und ich
für mich einfach entscheide, aus ethisch-moralischen Gründen, möchte ich natürlich, dass das Gemeinschaftszentrum bestehen bleibt und nicht die doofe Joja-Markt Corporation hier ihren Einzug findet. Genau, das haben wir noch nicht. Ich glaube, die brauchen wir später. Nee, ich glaube, die kommt nicht vor. Können jetzt natürlich mal schauen, was ganz praktisch ist. Hierüber, Gemeinschaftszentrum, wird uns mal angezeigt, was uns fehlt. Also Lauch und Meerrettich fehlt uns noch. Hier die verschiedenen Materialien. Manche dieser Sachen findet man auch manchmal mit viel Glück in der Höhle. Also hier zum Beispiel die Winterwurzel und die Schneesüßkartoffel und ich glaube auch die Kristallfrucht kann man später auch in den Minen finden. Sammeln Exoten. Hier ist das Gleiche. So. Das ist Abigail. Dafür müssen wir aber noch relativ weit runter in die Minen. Also diese Wintersachen findet man, ich glaube, so um Level 40 bis 50, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Also wir haben da noch ein bisschen was vor uns. Schauen wir natürlich erstmal in unsere Kiste. Lauch haben wir. Aber wir haben leider keinen Meerrettich. Ich nehme mal das hier noch mit. Und die Spitzhacke und das. Ich gehe jetzt erst nochmal hier oben lang. Beziehungsweise hier, das nehme ich mal mit. Ein paar Steinchen. Und gucke mal, ob hier oben was liegt. Manchmal hat man ja Glück. Da kommen wir jetzt noch an Lauch. Aber wahrscheinlich natürlich jetzt der Meerrettich, der uns fehlt, der ist wahrscheinlich nicht dabei. Da ist Linus. Da ist Abigail. Da finde ich es schade, dass keine Flötenmusik eingebunden wurde. Kein Meerrettich. Sehr doof. Ich gehe jetzt hier nochmal lang. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt, aber bei mir klingt die Musik gerade voll weit weg. Wie wenn man irgendwo ist und in einem Saal ist, läuft die Musik. Und man hört das durch geschlossene Türen. So hört sich das bei mir gerade auf den Ohren an. Ganz komisch. Hier ist noch ein Blümchen. Kein Meerrettich. Mal gucken. Ich würde sagen, wir räumen jetzt aber einfach noch ein bisschen hier unten die Farm auf. Und sammeln Materialien, bis wir keine Energie mehr haben oder der Tag zu Ende ist, je nachdem, was zuerst eintrifft. Weil ich das Gefühl habe, es werden vor allem viele Steine sein. Das Mau. Oh. Du hast eine Geode gefunden. Der örtliche Schmied kann sie dir aufbrechen. Wer weiß, was darin verborgen ist? Ja, wer weiß das schon. Das können wir uns ja noch zu einem anderen Zeitpunkt anschauen, weil der hat auch schon zu. So, aber hier. Naja, wilde Samen. Weil, kann ich mich auch daran erinnern, dass hier so viele Steine waren. Dann werden wir diese vielen Steine doch mal ein bisschen dezimieren. So, 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 zack, 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 zack.
Zack. Zack. Und 1, 2, 3. Zack, 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 zack. Du bist langsam erschöpft. Nimm hier mal so 2 von den Algen, 13 Energie. Kriegen wir noch ein paar Steine mehr abgebaut. So. Fünf. So. Aber guck mal, jetzt haben wir nämlich hier die ganzen, so, das kostet nämlich keine Energie. Hier unten mal diesen Steingarten etwas dezimiert. Die können wir leider noch nicht abbauen. Das kommt erst später, wenn wir mal die, Spitzhacke verbessert haben. Ah, warte, die Katze liegt wieder auf unserem Bett. Hier, die Blümchen können wir noch verkaufen. Zack. Katzi, das ist jetzt schön, dass du im Bett liegst, ne? Aber müssen wir nochmal drüber reden. So, und das war der 6. Tag des Frühlings. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute war es nicht ganz so aufregend. Nur eine Katzin. Ja. Und wir sehen uns dann im nächsten Tag des Frühlings wieder. Bis dahin, tschüss.